Leute, was geht ab? Ich habe es doch jetzt noch so geschafft, zum Video zu kommen. Und ja, und wie ich es euch versprochen habe, natürlich geht es ohne Nationalmannschaften heute. Nämlich jetzt werden wir mit Real Madrid gegen Malaga rangehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich mal im Team. So Leute, das ist mein Team. Hier könnt ihr sehen, mit Kiko Kassier, mit Marcelo, Sergio Ramos, Varane. Also ich wollte jetzt ungerne Pepe nehmen, weil der ziemlich langsam ist. Dann habe ich noch Carvajal, dann habe ich noch Luka Modric, Toni Kroos, James Rodriguez. Oh, ich mag diesen Typen so gerne, ne? Letztens auch schon bei Kolumbien. Habt ihr ja gesehen. Dann noch Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Gareth Bale. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, das Spiel fängt an. Wir natürlich Real wieder mal auf Halbprofi, so wie immer. Und dann geht's auch los. James Rodriguez, schade. Da haben wir unsere nächste Möglichkeit. Wir gehen rüber zu Cristiano Ronaldo, hauen den raus, schade. War das Reverse Elastico? Kann angehen, ne? Ich weiß es nicht. So, jetzt wollen wir mal sehen, wo wir hingehen. Wir gehen wieder über Ronaldo. Hauen einen Shop raus, eine Schussflinte. Keine Schussflinte, sondern Körperflinte, genau. Jetzt wieder schön, das ist Freistoß. Das ist ein Freistoß für uns. Niemals mache ich den mit Ronaldo. Ich nehme dafür mal den Modric. Luka Modric! Ausnetz! Ronaldo, schön. Aber natürlich müssen wir auch über die Spielerpersönlichkeiten reden, die schon für Real Madrid gespielt haben. Schön, Double Touch, Exit, Elfmeter. Was? Leute, schreibt mal in die Kommentare, das war ein ganz klarer Elfmeter. Varane. Und aus deutscher Sicht nicht Carvajal. Günther Netzer und Bernd Schuster. Gareth Bale. Es muss Einwurf geben. Einwurf für uns. Modric. Es war doch kein Abseits. In der nächsten Chance, Benzema! Benzema! Nochmal Benzema! Mann. Was für ein cleverer Pass. Ich komme nicht dran. Toni Kroos. Da muss ich einfach mal ein bisschen härter rangehen. Bale, das ist klar. Abseits. Gehen wir zurück. Was ist denn jetzt hier los? Toni Kroos. Ey, Digga. Marcelo. Der müsste echt 4 Sterne bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der haut manchmal Skills und Pässe raus. Das ist unnormal. So. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ich lasse den mal. Freistoß. Sollen wir den mit Bale oder mit Ronaldo? Ich würde sagen, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ach du Scheiße, war das schlecht. Gott. Freistoß für jetzt auf den Gegner. Ich stelle mich mit in die Mauer. Hat leider nicht geklappt. Ja, was machen die da? Oh, 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 oh. Sergio Ramos, Kontermöglichkeit. Das kann Real. Das kann Real richtig gut. Das kann Real Madrid richtig gut. Auf Gareth Bale, der direkt weiter. Freistoß. Komm, Bale. Gareth Bale, meine Güte. James. James Rodriguez. Benzema, wie er da noch mit Lack wieder rankommt. Ne, Rodriguez. Was? Ey, das ist doch so dumm, ey. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Halbzeit.
Wir führen nicht. 0-0. Bis gleich zur zweiten. So, jetzt die zweite Halbzeit hier. Ja, also wenn ich kein Video mache, dann gewinne ich immer 6-0. Und wenn ich Video mache, dann verkacke ich es richtig. Ich weiß auch nicht, was das ist. Groß. Oh mein Gott. Oh, Cavachal, ey. Schön. So, jetzt geh auf Bell. Mein Gott, ey, der hat 95, 94 Tempo. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter. Ey, wollen die mich denn verarschen, ey? Aber eben, wenn er mir in welche mit dem Ellbogen in die Fresse haut, ist es kein Freischuss, nein. Komm, Ronaldo. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ronaldo, Benzema. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Im Barca geht es auf jeden Fall viel besser. Damit kann ich besser spielen mit dieser Mannschaft. Muss ich jetzt auf rechts. Großer Fehler hier von uns. Aber den haben wir. Meine Fresse, ey. Ronaldo. Komm, Bale. Komm, Gareth Bale, meine Güte. Ma, was? Scheiße, ich habe aus Versehen auf Lupfen gedrückt. Nein, ich habe auf L1 gedrückt. Scheiße. So, ich weiß jetzt nicht, wohin. Also, guck mal, es läuft sich keiner frei. Wo sind denn hier die Stürmer? Guck jetzt Marcelo. Marcelo, und der macht's auch mal gerne mit rechts. Dieser Marcelo, ne? Ich schwöre. Ich sage nur Schalke. Ich sage nur Real Madrid versus Schalke. Wo er dieses Mega-Ding mit rechts ausgeholt hat. Und er zeigt das wieder. Und das in FIFA. Jetzt haben wir Karim Benzema. Benzema. Und der muss es jetzt machen. 2-0. Sorry, dass das Spiel wieder nicht gerade wirklich cool ist. Jetzt rennen wir mit Bale. Bale, und er muss es jetzt machen. Bale, ich gehe nochmal zurück. Mach nochmal zack. Gareth Bale, und das war einfach zu viel. Boah, jetzt wechselt die Pussy aus, ey. Man muss jetzt mal was draus werden. Modric, guck mal, es läuft sich keiner frei. Ich muss immer wieder nach hinten spielen. So. Komm. Rodriguez, guckt euch das mal an. Komm. Was ist das denn, Mann? Ich könnte schon wieder ausrasten, ey. Mann, Real spielt sich, ey, so scheiße, ey, ob da. Was weiß ich, nur Mertesackers, die da im Spiel sind, ey. Meine Güte. Wieder Freistoß für die Schweine da, ey. Scheiß Malaga, Alter. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Kriegen die eh nicht rein, was sollen die eigentlich? Denken sie jetzt oder was? Guck mal, ich kann immer das Spiel schnell machen, weil sich keiner freiläuft. Ronaldo, komm. Cristiano Ronaldo, 3-0. Sie treten weiter. Immerhin. Aber es geht ihnen ja auch total einfach, Kappa. Das gibt's doch gar nicht. Oh, der Part geht jetzt auch schon wieder 9 Minuten, aber das war's. Und wir gewinnen mit schrecklichen 3-0. Naja, es geht. Auch wenn ich mich mal wieder aufgeregt habe. Es ist okay. Wir haben es geschafft. 3-0. Absolut, das ist keine Frage, das war extrem. Und ich sage, dominant. Ciao.